Heute schaue ich mir mal was ganz anderes an. Also so anders ist es auch nicht. Aber wie man sieht, die kleine Lama wartet schon. Da ist ein Film drinnen, in dem Fall ein 200er. Und um das, was es heute geht, das ist die Krabbe. Ein Unterwassergehäuse. Heute ist ein schöner Tag, da kann ich ins Wasser gehen. Was bietet uns jetzt das Ganze? Ein Gehäuse. Etwas zum Halten, ein Ersatzdichtungsring und zur Dichtungsöl. Und wie man das Ganze einlegt, schauen wir uns jetzt an. Das Ganze ist eine recht simple Angelegenheit. Da haben wir die Vorderseite, da lösen wir aus, da haben wir die Unterseite, da spulen wir weiter, da könnte man sogar ein Stativ befestigen. Da haben wir den Verriegelungsknopf. Da könnten wir durch den kleinen Sucher schauen. Da sehen wir, wie viele Aufnahmen das noch sind. Ja, und wenn es einen stört, dann kann man da diesen komischen Sucher abnehmen auch. Und wenn wir das aufmachen, dann sehen wir schon das ganze Innenleben da. Das ist zum Weiterspulen. Das heißt, alle Lomos, die da so ein Modul haben, funktionieren damit. Und wenn ich da fotografieren will jetzt unter Wasser, dann muss ich vorher aufmachen. In dem Fall stelle ich einfach 0,9 bis unendlich alles scharf. Und das war's auch schon. Ich lege sie dann da ein. Die kann ja eh gar nicht anders. Und nachdem der vorher draußen war, so rast er da ein. Fertig. Das war's. Zumachen. Und da einmal herumfahren. Wasserdicht ist es. Das fühlt sich zwar recht schwer an, aber das hat genügend Auftrieb, dass es nicht untergeht. Und ich sag's jetzt gleich. Wenn man es wieder aufmachen will, dann muss man das Zapferl hinausdrucken. So, das geht dann so raus. Und dann kann man es wieder so aufmachen und das war's. Na gut. Dann gehen wir damit einmal ins Wasser. Den lasse ich dran, weil der schaut einfach lustig aus. Thank you.